kräftig strecken, kräftig beugen. Wir sehen jetzt da also seine Schreckkurve, seine Beugekurve. Wir sehen diese komischen Einbrüche, die sind nicht normal. Ja. Wir sehen die Kraft der Strecker, die der Beuger. Somit sehen wir auch, okay, gut, danke. Somit sehen wir auch gleichzeitig das Verhältnis von Agonist zu Antagonist. Auch nicht gut. Sieht man schon so. In der Auswertung werden wir das später dann numerisch dargestellt bekommen. Aber das können wir so schon erkennen. Kein optimaler Verlauf. Sorry, aber dafür wisst ihr. Die Pause hier, die habe ich jetzt.